Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu SSO. Ja, ihr Lieben, ich bin hier mit dem Pirate King, das ist ein Westfale, auch eins der etwas älteren Pferde. Und ich dachte mir, warum nicht auch mal den älteren Pferden eine kleine Chance geben. Ich bin hier in Redwood Point und da gibt es diese Woche das neue Update, was zum einen beinhaltet, dass es Outfits gibt, die halt eben dann gekauft werden können, damit wir den Rangern am ähnlichsten sehen. Und zusätzlich gibt es dann ein neues Rennen. Und darüber hinaus könnt ihr jetzt eure Post auch in Redwood Point lesen, denn der Postkasten steht jetzt auch hier. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das Rennen einfach mal an. Oder beziehungsweise, was die hier zu sagen haben. Okay, jetzt müssen wir die Arena erstmal aufräumen. Was haben wir denn hier alles? Damit habe ich jetzt ja überhaupt nicht gerechnet, dass wir hier erstmal noch klar Schiff machen müssen. Aber gut. Weiß ja jetzt auch nicht, was hier eine Arena ist, aber was hier da passieren soll. Ich finde es übrigens wunderschön hier. Wenn ihr mal da schaut, der Wasserfall, der hier im Hintergrund ist, das ist schon echt schön hier. So, das haben wir erledigt. Reiten wir wieder hoch. Hallo, Owen. Na, willst du nicht mit uns sprechen? Doch. Schön, auch die kleinsten Aufgaben eines Rangers sind bereichernd. Unsere Reise hierher mag beendet sein, aber angekommen zu sein bedeutet nicht, dass wir uns ausruhen können. Okay, Owens regnerischer Springreittest. Oha. Und das mit dem Pferd, was ich ewig nicht geritten habe. Eieieiei. Ja, probieren wir es mal, ne? Oh Gott, oh Gott. Ja. Verbuchen wir das mal unter Fail. Ja. Oh Gott. Man sieht aber auch sehr, sehr wenig, muss man ganz ehrlich mal so sagen. Bei diesem Regen hier. So. Geht mir jetzt auch nicht hier drum, so schnell wie möglich hier durchzuwaschen, sondern tatsächlich überhaupt irgendwie drüber zu kommen. Und schon eine anspruchsvolle Strecke. Oha. Naja, ob das so eine gute Arbeit war, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ui, ist das neblig hier. Uiuiuiui. Und da sagt SSO, sie können kein Wetter. Also ehrlich. Das hast du super gemacht. Ich hoffe, der Regen hat dich nicht zu sehr gestört. Okay. Ne, will ich jetzt nicht machen. Wir können aber noch mal gucken. Wahrscheinlich am Shop. Hier ist nämlich auch noch mal ein... Ausrufezeichen angegeben. Bei Tierra. Buissys Abenteuer in der Wildnis. Wie laufen deine Abenteuer mit Buissy? Achte darauf, den Wilders Birch in seiner ganzen Schönheit einzufangen. Ah, okay. Hm.
tägliche Arbeiten. Aber ich glaube, dass ich tatsächlich dieses Rennen noch nicht machen kann. Weil, ja, ich halt noch nicht beliebt bin mit denen oder was man da haben muss. Keine Ahnung. Können aber mal gucken bei den Anziehsachen, ob wir da irgendwas Interessantes neu entdecken. Huch, halt, stopp. Halt, stopp. So, ah ja, genau. Da kommen die neuen Sachen und die zeige ich euch zumindest mal. Das ist einmal das Waldranger Polohemd. Das gibt es auch als Shirt. Passende Hose dann einmal dazu. Einmal das Cap. Dann haben wir hier die Waldranger Stiefel dazu. Dann kriegt natürlich auch das Pferd dementsprechend ein neues, was er jetzt hier nicht anzeigt. Satteldecke, einmal Zaumzeug, wobei ich das jetzt nicht so schön finde, muss ich sagen. Ja, zeigt er jetzt gar nicht mal an. Satteldecke ist sowieso hier, so. Dann haben wir das Ganze hier auch nochmal in einem Orange-Rot, Braun, dann nochmal in einem Rotton. Genau, also freundlich mit Jorvik Rangers, ne? Da müsste das dann sein. Okay, das ist quasi das, was ich jetzt anhabe, dann als Shirt. Einmal eine grüne Cargohose, einmal etwas rötlicher und die Caps. Dann haben wir hier Stiefel nochmal. Warum er das jetzt nicht anzeigt, weiß ich jetzt auch nicht, aber gut. Ja. Ist jetzt auf dem direkten Blick nicht unbedingt was für mich neu dabei. Aber gut, das ist ja dann auch Geschmackssache so für jeden Einzelnen. Wir können ja hier nochmal gucken, was es hier so Schönes gibt. Oder auch nicht Schönes für mich. Mal schauen. Nee, also da ist auch nichts, was ich jetzt hier favorisieren würde. Naja, aber da könnt ihr ja gerne mal reinschauen und gucken, ob vielleicht für euch da was Passendes bei ist. Wir zwei düsen jetzt einmal nach Moorland. Ich wollte nämlich mal gucken, ob es da noch mal einen, ja, neuen Gegenstand gibt. Und dann dürfen wir uns wahrscheinlich, so wie SSO geschrieben hat, in dem Update auf das Weihnachtsevent freuen. Und da freue ich mich dann auch schon drauf. Auf die Schnee- und Eislandschaft. Halt, stehen bleiben. Komm, einmal einen Schritt zurück. Jawohl. Ja, also scheint keinen neuen Gegenstand zu geben. Na komm. Ja, wenn man die Pferde länger im Stall hatte, ne, dann wollen die nicht so, wie man selber möchte, ne? So. So, wie gesagt, also nächste Woche, SSO hat geschrieben, wir können die Glöckchen schon hören. Was das wohl sein mag. Ich gehe einfach mal davon aus, dass dann schon das Weihnachtsevent losgehen wird. Finde ich eigentlich schon. Findet ihr es zu früh oder findet ihr es genau richtig? Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so ganz 100% in Weihnachtsstimmung. So ein bisschen fängt es schon an. Aber dieses Jahr ist sowieso so ein bisschen komisch, ne? Wisst ihr ja alle selber. Und dann stellt sich das alles bestimmt auch noch dementsprechend ein. Ja, Pirate King und ich verabschieden uns bei euch. Wir wünschen euch noch viel, viel Spaß beim selber entdecken. Vielleicht entdeckt ihr ja auch das Rennen in Redwood Point. Das werde ich euch natürlich
es dann so weit ist, ne, dass ich halt eben da mit denen freundlich bin und so weiter. Ich glaube, dann war es möglich, das Rennen zu machen. Bis dahin werde ich fleißig dort weitermachen und dann sehen wir uns spätestens Mittwoch dann mit einem neuen SSO-Update wieder. Schaut natürlich auch gerne in meine anderen Videos rein, würde ich mich sehr, sehr freuen. Bleibt gesund und munter, ihr Lieben, und dann sage ich ciao, ciao. Bis bald.